So, jetzt haben wir unser Olivenerz mit. Fackel. Scheiß Kies. Zu langsam. Jetzt aber. So, hier rüber und mal unser Olivenerz mitnehmen. Gehe ich hier ganz runter. Treffe ich ihn? Aber er trifft mich bestimmt, oder? Ne. Aha. Nein! Glück gehabt, Glück gehabt. Ich mach mal Licht für euch an hier. Und zum Schutz für mich. So. Komm mal runter hier, Mehmet. Achmed. Entschuldigung. Ich wollte nicht deinen Namen verwechseln. Komm, Achmed, komm. Ne. Dann bauen wir uns hoch, komm. Weil die ganze Zeit angeschossen zu werden, habe ich mich keinen Bock drauf. Habe ich keinen Bock drauf. Kommst du nicht zu mir? Dann komme ich zu dir. So, dein Loot brauche ich auch nicht. Was droppst du noch? Ein rosa Farbstoff. Okay, was hast du noch gedroppt da unten? Der hier, das brauchen wir nicht. Hellgrüner Farbstoff. Grauer Farbstoff. Okay. Mit Farbstoffen können wir uns auch bald zuschmeißen. Totschmeißen möchte ich damit nicht zuschmeißen. Wenn jetzt Wasser abwürgen. So. Noch was Gold mit. Mal dahinter, Uranerz lassen wir erstmal an der Wand stecken. Ich bezweifle, dass wir den richtigen Weg zurückfinden. Wir müssen hinter dem Wegpunkt, müssen wir uns dann irgendwie zurückfinden, glaube ich mal. Ich glaube, so kriege ich das nicht hin. Blei, nehmen wir auf damit. So, dann haben wir noch ein bisschen Zertus, da haben wir es doch. Sehr schön. Jetzt einfach mal Glück haben. Da haben wir, seht ihr, da haben wir. Das wollen wir haben. So, was machen wir da weg? Wir schmeißen hier Granit weg. Und die Erdschleife weg. Den Rest kann man nicht gebrauchen. Weiß ich nicht, was wir gebrauchen können, aber wir haben's. Später können wir es bestimmt gebrauchen. So, den Farbstoff brauchen wir auch nicht. Erst einmal. Bestimmt später, wenn wir hier ein Schiff bauen werden. Ein Piratenschiff oder was. Oder Piratenbucht sogar. Der hätte aber Bock, sowas von Assassin's Creed nachzubauen. Hier Black Flag. Spiele auf der PS4 oder habe ich auf PS4 gespielt. Habe ich auch fast 100% der Trophäen. Bin mal so ein Trophäenhunter, habe ich bestimmt schon mal. Ja, habe ich erzählt gehabt bei Psychonauts und bei Bully erzähle ich das mal ganz gerne. Das mal oft erwähnt. Ich bin mal so ein Trophäenhunter. Und ja, da kann ich alle genommen, außer die Online-Trophäen. Ganz einfach, weil ich nicht gewählt bin, beim PS4 Online-Gebühren zu bezahlen. Also dieses PS4 Network Plus, wie es Scheißzeug heißt. Weil so oft spiele ich dann halt auch nicht online. Und dann lohnt sich das einfach gar nicht für mich. Ich habe gesagt, na gut, die Trophäen müssen dann einfach mal wegbleiben. Pech für mich. Werde auch eventuell mal irgendwann geneigt sein, dass ich mit der PS4 aufnehmen werde. Da können wir dann auch zusammen, mehr zusammenspielen. Ich spiele da gerade, suchte ich wie verrückt FIFA 14. Spiele ich viel, habe auch schon, ich glaube, 90 Euro ausgegeben für Coins. Das wird auch das letzte Mal sein, dass ich gekauft habe. Weil diese Oster-Events da, diese Pakete da, die sie haben, die habe ich mitgenommen allesamt. Da habe ich da die Pakete gekauft. Hab ein akzeptables Team, baue mir auch gerade ein zweites auf. Hab noch leider kein Inform-Spieler oder halt einen besonderen Spieler bekommen, Team der Woche oder sowas. So viel Glück habe ich noch nicht gehabt. Hier kommt das Kompartment-Meeting nicht schmeißen. Leider nicht. Das Geld dafür für die Spieler zu setzen, die ich im Team habe, habe ich dann auch noch nicht. Also baue ich jetzt mein zweites Team auf und dann werde ich angefangen zu traden mit meinen ganzen Karten, die ich habe. Und dann werde ich mir auch ein sehr gutes Team zusammenbasteln können, irgendwann mal. Dann spiele ich gerade, was neu gekommen ist, seit dem 9.5. jetzt rausgekommen ist, Bound by Flame. Ist in meinen Augen relativ schlecht Marvel. Schlecht von der Kritik bekommen. Also ich finde das Spiel besser als wie, ich glaube, GameStar beurteilt hat. Was natürlich sehr klar ist, ist die deutsche Synchro. Das stimmt wirklich. Die ist auch in meinen Augen mega kacke. Grafik, gut, es ist eins der ersten PS4-Spiele. Ist jetzt noch nicht so, dass man das Optimum rausgeholt hat. Wird man auch erstmal nicht machen.
Das wird wieder wie bei PS3 erst kurz vor Ende kommen. Das ist auch gewollt von denen oder von der PS4 oder von den Sony-Leuten, das ist alles gewollt. Damit man jetzt am Ende noch weiterhin Spiele kauft und so weiter. Und dann als nächstes, was ich mir kaufen werde, was schon vorbestellt ist, ist, wie heißt denn das Spiel? Also, erst einmal tue ich jetzt mal meine Kritik weiter ausführen. Storymäßig finde ich Bound by Flame richtig geil. Überzeugt mich auch so, also hat mich ein bisschen gefesselt. Die Schwierigkeitsgrade, das ist mein Hammer. Du kannst von Anfang an, kann man den höchsten Schwierigkeitsgrad spielen. Gibt 4 Stück. Und ich habe gleich angefangen mit Stufe 3. Normalerweise spiele ich Stufe 4. Ich bin froh, dass ich, also normalerweise spiele ich immer die höchste Stufe. In dem Fall habe ich einmal Nummer tiefer gewählt. Und ich bin auch froh drüber. Aber ich muss ehrlich sagen, das Spiel hat es in sich von der Schwierigkeitsgrad. Also, ich bin noch nie so oft am Anfang gestorben wie in dem Spiel. Oder wie, in anderen Spielen bin ich nie, oder würde ich nie so oft sterben wie in dem Spiel. Und das ist der Wahnsinn. Also, das ist so Hammer gemacht. Man muss wirklich mal aufachten, wie man skillt. Man kann natürlich nur auf Soldat gehen, also das ist dann halt so Krieger. Man kann auch nur auf Waldläufer gehen und nur auf Pyromane. Aber das würde ich gar nicht empfehlen, weil manchmal braucht man halt, bei manchen Bossen ist es halt einfach viel einfacher, wenn man dann einfach auf Feuer geskillt ist oder auf Dolchen geskillt ist, weil die Dolche einfach dann zum besseren Ausweichen sind, weil manche Skills. Man muss halt viel dodgen, also viel ausweichen und kontern. Und wenn man dann halt manche Angriffe mit einem Schwert blocken möchte, dann schubst da einen um, und wenn man mit einem Dolch agiert, dann kann man halt nach hinten springen und weicht dabei aus. Deswegen ist in manchen Situationen einfach der Dolch besser. Und das ist einfach geil gemacht. Die Länge des Spiels. Ich habe jetzt momentan mit viel Erkunden, mit fast jeder Nebenquest, bin noch nicht ganz durch, hänge ich gerade bei, ich glaube, 9 Stunden Spielzeit. Trophäen sind für Leute relativ einfach gemacht diesmal. Also man kann locker auf 100% kommen. Der Schwierigkeitsgrad, sag ich mal, von, wenn 10 das schwerste ist, was man schaffen könnte, würde ich sagen, so eine 5, 6, 6, 5, was in die Richtung. Man muss das Spiel auch mindestens zweimal durchspielen, einmal als Frau, einmal als Mann. Wenn man mit Speicherstand arbeitet, dann reichen zweimal durchspielen. Wenn man ohne Arbeit, dann muss man nur 4-mal durchspielen. Warum, weshalb, das tue ich jetzt mal nicht spoilern. Es gibt keine versteckten Trophäen. Man kann also jede Zeit, oder hat jederzeit Einsicht auf die Trophäen, wenn man nachgucken möchte. Und das ist mein Fazit. Das Spiel von 5 Sternen würde ich 4 geben. Oder so 3,5. So, das ist so wirklich das gerechtfertigt ist in meinen Augen. Einfach die Schwachpunkte, einfach noch die Grafik, aber es ist halt noch ganz klar. Und was noch schwach ist, ist halt einfach die Synchro. Man kann sie einfach auf Englisch umstellen. Zumindest auf dem PC, auf PS4 oder Xbox One und PS3 kann man es, glaube ich, nicht umstellen. Ja, das sollte so sein. Das war schon mal mein Fazit zu Bound by Flame. Dann als nächstes werde ich mit meiner Freundin spielen zusammen. Ja, wie heißt denn das jetzt? Ey, Freundchen, ich rede gerade. Du hast ja kein Mitspracherecht. Werde ich spielen? Detektivspiel. Scheiße, wie heißt denn das? Blöd, wenn man ein Spiel erklären möchte und das Spiel den Namen nicht kennt, ne? Wie heißt das Spiel? Los, komm, sag's mir. Weiß ich nicht, scheiße. Ist das wieder ein Detektivspiel? Man ist oder war ein erfolgreicher Detektiv, stirbt dann einfach mal, weil es so böse Mitmenschen gibt, die ihn umgebracht haben, und man kehrt als Leiche wieder zum Tatort oder zur Erde zurück und möchte seinen Mord aufklären. Man kann da, dann in der Zeit kann man dann in die Sicht anderer Menschen eintauchen, kann halt Akteneinsicht fordern dadurch, also man wird nicht bemerkt, dass man da ist. Nur einem Vibe, glaube ich, die weiß, dass man anwesend ist, die bekommt das irgendwie mit, die ist so ein Medium. Und dann hilft die einen oder dann hilft ihr. Weiß ich auch nicht genau, aber ich habe das nur über Amazon gelesen. Darauf freue ich mich eigentlich schon. Moment, müssen wir wegschmeißen hier, den Farbstoff brauchen wir auch nicht. Dann machen wir hier noch eine Fackel hin.
So, müssen wir eh nach oben gehen, müssen wir auf die zurückfinden. Da oben hoch. Bauen wir uns mal hoch. Und damit das Spiel nicht so langweilig wird, wird man immer so nebenbei von finsteren Kreaturen angegriffen, die einen, ja, in die andere Welt mitnehmen möchten, sozusagen. Ins ewige Nix oder was auch immer da ist. Und das hört sich sehr interessant an. Das kommt im Juni raus. Juni? Ich glaube 10. Nee. 16. Juni oder irgendwie was hin dreh. Kann das sein? Steine ich mich. Bis zum nächsten Mal, bis ich wieder aufnehme, werde ich dann bestimmt für euch nachgeguckt haben und dann kann ich euch mehr Informationen übergeben. So, dann. Scheiße. Natürlich richtig ungeil, jetzt hier auf den Granit mit der Hand zu klappen. Hole ich mir ab August, kommt dann raus, laut Amazon. The Evil Within. Das ist ein Horrorspiel. Richtung, wie heißt das Spiel von damals? Resident Evil. Und das werde ich mir auch definitiv reinziehen. Wird bestimmt abgehen, hoffe ich mal. Mehr als hoffen und beten kann ich nicht. Ich pack auch hier rein. Lass mal kurz die Truhe aussortieren, so. Dann kommt darüber, lassen wir auch mal hier hin. So, dann können wir das hier reinpacken, den Rest. Zack, zack, zack. Wie Cobblestone, aber keinen Platz mehr. Machen wir uns mal die Kiste. Also 16 Holz haben wir ja gar nicht mehr. Machen wir eine kleine Kiste, reicht. Und von der Grafik, von den Bildern her, die man sehen konnte, von Trailer her und so weiter, sah es auch gut aus. Also, ach, da kann man gar nicht hinbauen. Hihi. Deswegen, angucken, kostet nichts. Na gut, kostet schon mal 70 Euro oder so in den Dreh. Und sind aber so ein paar Spiele, die man für die PS4 für mich gönnen würde. Und dann werde ich auch mal meine Schwäche. Langsam, ganz ruhig. Und wenn ich dann die Spiele habe, dann werde ich auch euch in Kenntnis setzen, wie die Spiele im Endeffekt dann waren. Oder wie die Spiele sind. Wenn ich bis dahin irgendwelche Sachen habe zum Aufnehmen von der PS4 auf PC, dann werde ich das auch Let's Play bestimmen, wenn die gut sind. Wenn die wirklich dann mich überzeugen, die Spiele. Ansonsten aber auch nicht. So. Dann lässt mir, dann kommt da hin. Fackeln haben wir noch ausreichend. So, dann gehen wir mal ganz nach unten. Weil, wie es aussah, kommt dieses Erz nur auf niedrigeren Ebenen vor. Dieses Certus-Erz. Hoffen wir auf jeden Fall. Hier unten bin, mal kurz Schluck trinken. Halb wird mich trocken. So. Ich bin dieses viele Quatschen gar nicht mehr gewohnt. Dann wird der Hals schnell trocken. Tut auch irgendwann weh. So am Rachen, so weißt du, das ist, weiß nicht, wenn ihr mal aufgenommen habt, wenn ihr noch nie aufgenommen habt, oder so viel Quatsch habt, dann kann ich euch mal erklären, wo der Schmerz ungefähr sitzt. Das ist wirklich da am Zäpfchen. Da habe ich dazu auch mal einen Gegenstoß. Weil ihr auch mehr schlucken müsst, weil ihr ganz so viel Quatsch und alles da tut, so halt wirklich weh. Kann man nicht anders sagen. Warte mal, kann ich mir nicht einen Turtle basteln? Ich habe schon so viel Kohle. Turtle. So. Auch die Mining Turtle, ne? Stopp. Zack, und dann Mining Turtle R. Auch eine Turtle. Einfach nur Eisen. Das haben wir einfach Truhe kann machen. Computer ist einfach nur Stein, Glasscheibe und Redstone. Würde ich mal sagen, machen wir uns mal einen Turtle.